So, es geht weiter mit Tour de France 2018 Lotto NL. Ja, die letzten zwei Etappen noch und dann habe ich die Tour dann auch mit Lotto NL geschafft. Und ja, jetzt ist noch das Zeitfahren und es geht im Prinzip nur noch um die Position sozusagen zu halten. Nach vorne geht halt wirklich nicht mehr viel. So, spielen. Ja, danach werde ich auf jeden Fall eine Vuelta starten. Also eine Vuelta sozusagen aus der aktuellen Vuelta die Etappen erstellen. Und ja, mal schauen, mit welchem Team ich da fahre, weil da habe ich mich tatsächlich noch nicht wirklich entschieden. Keine einfache Entscheidung. So, Roglic, und der hat wieder keinen grünen Pfeil. Immer bei den wichtigen Etappen, wo es angebracht wäre. Ach, das ist doch Mist. Weil dann hätte man vielleicht noch mal wirklich was gut machen können. Naja, gut. So, los geht's. Ups. So, genau, also heute war ja eine Sprintankunft bei der Vuelta. Hat ja Viviani, glaube ich, gewonnen, wenn ich das richtig nebenbei noch gesehen habe. Aber morgen wird es dann nochmal interessant mit einer Bergankunft. Und ja, die gestrige Etappe mit so einem kleineren, auch eine kleinere Bergankunft, so eine Mini-Bergankunft kann man sagen. Da war Emanuel Buchmann ja siebter Platz. Das muss ich sagen, solche Ankünfte liegen ihm eigentlich nicht so. Und dafür ist er echt spitzenmäßig gefahren. Also er scheint in einer sehr, sehr guten Form zu sein. Da bin ich wirklich gespannt, wie er die Bergetappen dann fährt und mitteilen kann. Weil einige andere Favoriten hatten ja schon ihre Probleme. Nibali. Ich glaube, Richie Port sah auch nicht so gut aus. Ich weiß jetzt gar nicht, wie es letztendlich aussah. Auch Sakharin hat schon Zeit verloren gehabt. Also das könnte vielleicht was für Buchmann werden. Mal gucken. Gut, man muss wirklich natürlich erst die richtigen schweren Bergetappen abwarten. So. Gut, wie sieht's aus? Erste Zwischenzeit. Dumoulin 16:03. Zacharin vor Martin. Mein Ziel ist 15:58 und 16:03 fährt. So. Nochmal leicht nach oben. Oh, das wird nichts mit der Zwischenzeit. Sechzehn ist dennoch keine so schlechte Zeit. Bin zwar doch hinter Dumoulin ein Stück zurück.
ich muss erst noch ein bisschen Kraft sparen. Für den Anstieg, den letzten Anstieg vor dem Ziel. Ist dann noch, glaube, relativ steil. Beinahe. So, das Ziel ist 28, 59. Boah, und Dumoulin ist in 29 gefahren. Ich denke, ich wäre auch hinter Port zurückgefallen. Trotzdem noch gut. Ah, fuck, das war nicht gut. Immerhin von der Zeit noch mit Port auf einem Niveau. So, letzter Anstieg. Boah, ich muss aufpassen, die Energie geht. Komm schon. Also erster war ich nicht, aber zweiter, aber wirklich nur ein paar Sekunden weg. Also war eine ganz gute Fahrt. Hätte ich jetzt von der Form noch ein bisschen bessere Form, Tagesform gehabt, wäre es wahrscheinlich ein Sieg geworden. Keine Ahnung. Fünf Sekunden, naja. Geraint Thomas, ja, 30 Sekunden. Froome 56. Ja, mal gucken, wie es in der Gesamtwertung aussieht. Zwei Plätze nochmal gut gemacht.
doch den vierten Platz noch geschafft. Sehr gut. Richie Porte bleibt trotzdem hinter mir. Ja, zum Glück habe ich nicht mehr verloren. Bardet hat ganz schön eingebüßt. Yates hat viel eingebüßt. Ja, Bardet und Yates haben noch verloren. Thomas, ja, locker vorn. Nibali, Dumoulin und dann Roglic, Vierter. Im Prinzip ist das genau die Position, die er auch bei der Tour hatte. Roglic und Richie Porte hatte natürlich eine Spitzenform. Ja, super. Naja, okay. Vierter Platz. Damit bin ich auf jeden Fall zufrieden. Jetzt haben wir noch. Die letzte Etappe, die haben wir auch ganz schnell durch. Und dann war es das mit der Tour. Dann geht es mit der Vuelta weiter. Dann könnt ihr natürlich noch Vorschläge in die Kommentare schreiben, welches Team bzw. auch welcher Fahrer Kapitän sein soll für die Gesamtwertung. So. Okay, Grunewegen. Greetings, ladies and gentlemen. The final stage on the Champs-Élysées is always one of the most coveted. In the past, sprinters seeking the prestige of a victory in Paris have sometimes been caught off guard, but it hasn't happened very often. With the specialists who currently dominate the discipline. So, Rosen, Grunewegen und das reicht. Die paar Kilometer noch, das ist gleich vorbei. Na, 40 Sekunden. Time difference between the peloton and the breakaway is steady. 30 seconds lead for the head of the race. Last lap for the breakaway. It would be amazing to see them go all the way. The peloton really isn't far away. Ja, gibt's nix irgendwie, dass ich. So, 6,8 Kilometer. Ja, haben wir noch jemanden, der angreifen kann? Nicht wirklich. Breakaway hasn't been weaved in yet. It might be caught in the sprint. It would be a pity. The breakaway is resisting. It's tense. Behind, the sprinter's teams are launching the final sprint. Versuch was wert.
Komm schon. Nein, das hat nicht gereicht. Ich habe, glaube ich, wieder zu früh den Tigersprung angesetzt. Ah, war richtig knapp. Schade, schade. Kein schlechter Sprint. Cavendish. Thomas. Sagan. Climber war Yates. Adamitz. Latour wahrscheinlich. Ja, Sagan, Latour und Geraint Thomas sind genau die Ergebnisse aus der diesjährigen Tour. Hat ganz gut funktioniert, von Realismus her. Ja, zweiter. Hm, schade. Schade, schade. Ja, war trotzdem ganz gut. So, ja, nochmal Thomas, Nibali, Dumoulin, Roglic, Port, Bardet, Yates, Latour, Jungels, Quintana, Valverde, Barguil, Alaphilippe, Froome, Fuglsang, Mainz, Daniel Martin, Uran, Landa. Auch Daniel Martin hatte schon Probleme, soweit ich weiß, bei der Vuelta dieses Jahr. Also wird wohl auch für die Gesamtwertung nicht so eine große Rolle höchstwahrscheinlich spielen. Also das ist ja noch ziemlich früh. Landa, Mollema, Cummings, ja. Kruiswijk nur 28, aber gut. Musste viel angreifen, aber okay. So, Bergwertung Yates, Alaphilippe Rolland, Sagan, Christoph Gaviria, Latour, Thies Benoit, Sam Omen, Soler, Martin, Lopez, Tolu, Godu, Kudus und so weiter. Ajay Dezert und Adam Yates. Ja, da haben wir alles. Hier sieht man es nochmal, meine Ergebnisse. Ja, aus der Gesamtwertung habe ich nicht geschafft. Schade, schade, gut. Ja, es geht dann weiter mit einer selbst erstellten Vuelta. Schreibt bitte in den Kommentaren, welches Team ihr gern hättet, beziehungsweise auch wen als Kapitän. Und dann schauen wir mal. Also, erstmal danke fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge dann. Tschüss.